Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ihr habt vielleicht schon im Titel gesehen, ich fahre jetzt ein Fahrrad abholen. Ja, ich möchte aber nicht so viel verraten. Das Einzige, was ich verrate, ich fahre zu Ski X Bike Bikes nach Winterberg. Und ja, es ist neblig, super stressig gerade. Ich habe das irgendwie dazwischen gequetscht, dass ich das Fahrrad jetzt abholen kann. Und ja, wie das Ganze zustande kam und so weiter und so fort, das erzähle ich euch jetzt später mal. Aber jetzt mache ich mir erstmal auf den Weg nach Winterberg. Ich habe noch anderthalb Stunden vor mir. Und dann muss ich zurück und dann muss ich wieder arbeiten. Let's go! Aber Leute, ich bin ganz ehrlich, ich kann das noch gar nicht richtig glauben, dass ich jetzt ein Fahrrad abhole. Also beim Talk war das so, ich habe diese Bestellbestätigung bekommen und dann war das ja bei Canyon nach zwei Tagen da, also bei mir zu Hause. Und jetzt mit abholen, das ist so voll unwirklich. Ich kann das so gar nicht richtig fassen gerade, dass ich jetzt einfach ein Fahrrad abhole. So ein bisschen, echt ein bisschen strange irgendwie. Aber ja, mal gucken. Also vielleicht, wenn das gleich hier hinten drin liegt, vielleicht kann ich es dann so raffen. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es euch ging, als ihr ein neues Fahrrad bekommen habt. Oder ob das anders war, als es euer erstes Fahrrad war. Oder ob sich das nochmal ganz neu anfühlt, also oder anders anfühlt, wenn ihr ein zweites Bike holt. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das Fahrrad nicht gekauft ist, sondern geleased. Also ich bin jetzt offiziell bei Bike Leasing am Start. Coole Sache übrigens, auch mit den Versicherungen und so weiter und so fort. Würde ich, also ich bereue es ein bisschen, dass ich das beim Talk nicht schon gemacht habe. Ist nämlich echt eine coole Nummer. Wir sind bei SkiX angekommen. Jetzt werde ich langsam nervös. Wir haben 2 Minuten vor 13 Uhr. Ich bin sehr pünktlich. Ja, ziehen wir mal an, pack meine Sachen, gehen wir rein, ne? So Leute, das verfrühte Weihnachtsgeschenk für mich liegt im Kofferraum. SkiX Bike war richtig cool. Die haben sich richtig Zeit für mich genommen, haben mich beraten, Dämpfergabel mit mir eingestellt, Bikeprobe gefahren, gemacht, getan. Richtig, richtig cool. Kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr ein Bike kaufen wollt. Also der Verkaufsservice da ist auf jeden Fall top. Ich fahre jetzt nach Hause und dann zeige ich euch das Bike natürlich und erkläre ich auch, warum, weshalb genau dieses Bike. Bis gleich. Gonna be a good day. Just gonna send it. Ihr habt es gesehen, denke ich mal, im kurzen Bike-Porn. Es ist ein Focus Sam Squared 6.8. Ich habe mich tatsächlich dazu durchgerungen, jetzt ein E-Bike mir anzuschaffen. Warum dieses E-Bike? Hat mehrere Gründe. Grund Nummer 1 ist, ich wollte kein E-Bike, was irgendwie nur 150 mm oder so hat an Federweg, weil ich wollte etwas, was auch ziemlich nah irgendwie am Torque dran ist, damit das vom Fahrgefühl her ähnlich ist und falls das Torque mal in Service oder Werkstatt muss,
sollte das E-Bike auch Bikepark-tauglich sein. Und dieses Bike ist auch ein Kategorie 5 E-Bike. Das heißt, das kann auch einfach in den Park. Punkt Nummer 2 ist, ich wollte keins mit kleinem Akku. Ich bin hier das Lapierre von Thomas Probe gefahren und habe einfach für mich gemerkt, so ein kleiner Akku ist zwar eine coole Sache, weil das Bike leicht ist, aber wenn ich zum Beispiel jemanden öfter mal shutteln will oder einfach im Turbo einfach den Berg hochkleiden will, weil ich keine Energie mehr habe für Uphill fahren, dann brauche ich einfach einen größeren Akku. Und ich möchte auch gerne mit sowas halt einfach mal ein bisschen länger auch mal unterwegs sein. Und da ist ein größerer Akku natürlich nicht verkehrt. Außerdem, ich habe ja das Radon-Probe gefahren und da hat mir der Bosch-Motor echt gut gefallen. Ich bin das Conway-Probe gefahren mit dem EP8, den Fazua-Motor von Lapierre und jetzt den Bosch halt am Radon und den Bosch-Motor habe ich jetzt auch hier drin. Das heißt, der Bosch-Motor hat mir am besten gefallen und der hat mehrere coole Funktionen, aber zu den ganzen Funktionen vom Display hier, beziehungsweise die Modi und so weiter, mache ich euch ein extra Video. Ja, also ab jetzt Daniel Dyer E-Bike-Fahrer. Es gibt so ein paar Sachen, die ich noch ändern möchte. Das erste, was ich gemacht habe, sind neue Pedalen drauf. Das sind die, die ich eigentlich aufs Talkdorf haben wollte, aber ja, hier wird es jetzt wohl ein Farbkonzept geben und zwar mit Rot. Das sind Pedalen, die habe ich in Thomas abgekauft, sind ein bisschen schon gebraucht, aber sind halt Top-Pedalen noch. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen anderes Fahrgefühl, weil das Ding wiegt über 25 Kilo. Mal gucken, ob man da vielleicht noch irgendwo Gewicht einsparen kann. Allerdings glaube ich, so viel ist da nicht zu machen. Wenn ihr da Vorschläge habt und Tipps und Ideen, haut es gerne in die Kommentare. Vielleicht kommen wir auch irgendwie so unter 25, wäre schon nice. Also 23 Kilo oder so wäre schon eine richtig coole Sache. Ja, wie ich schon gesagt habe, bei SGX Bike, ich bin das Ding halt Probe gefahren, habe mich sofort wohl drauf gefühlt. Das war echt ein cooles Gefühl, weil ich hatte Sorge beim Talk. Ihr kennt das ja von der Story von damals. Ich konnte das Ding einfach gar nicht Probe fahren. Und nur damit ihr Bescheid wisst, die Argumente für so ein E-Bike, einfach viel, viel mehr Strecke, mehr Abfahrten, mehr Sprünge, mehr Kurven in weniger Zeit, davon verspreche ich mir einfach viel mehr Progress und vor allem schnelleren Progress. Und ich habe halt auch mal, wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, die Möglichkeit, hier auf die Trails zu gehen. Ganz wichtig, im Vorhinein bleibt zu sagen, das wird kein E-Bike-Kanal. Viele hatten, habe ich mitbekommen, bei Freeride Flow hatten viele Angst, ey, Freeride Flow, machst du jetzt nur noch E-Bike-Content? Nee, so ist es nicht. Ich auch nicht. Mein Talk ist trotzdem noch da und ich werde auch damit öfter noch fahren. Aber wenn mal die Zeit knapp ist oder man einfach eine längere Tour machen will, ist so ein E-Bike, glaube ich, was ganz Nettes. Ich nehme euch natürlich mit zur ersten Ausfahrt. Ich denke, ich werde es nicht abwarten können, gleich muss ich arbeiten, aber morgen gehen wir auf jeden Fall eine Runde fahren, egal wie das Wetter ist. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann das noch gar nicht so richtig glauben, weil ich habe ja gerade erst praktisch das Talk neu gehabt. Und ja, das hat sich jetzt aber gut ergeben. Ich habe ein echt gutes Angebot bekommen und da wäre ich irgendwie doof gewesen, hätte ich das nicht angenommen. Ja, ich werde jetzt noch das Cockpit hier umschrauben, dass das hier alles so passt, wie ich das beim Talk auch hatte. Dann ein paar Kleinigkeiten nach und nach verändern. Ein Mudguard brauche ich auf jeden Fall noch. Und dann sehen wir weiter. Außerdem, viele Kommentare kamen ja auch zum Thema E-Bike unter den letzten Videos. Und da gibt es viele, die wirklich auch meine Meinung teilen. Und es kommt darauf an, wie man ein E-Bike fährt, ob das anstrengend ist oder nicht. Aber dazu auch mehr in den nächsten Videos. Außerdem dürft ihr euch auf eine coole Reihe freuen, noch mit dem Thomas zusammen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es wird auf jeden Fall eine coole Sache und für alle E-Biker auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch oft mit dem Talk raus. Wir können auch mal eine kleine Challenge machen, das Ding hier mal ohne Motor fahren, berghoch. Das ist auf jeden Fall ein gutes Training dann. Yes! Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Das Video war sehr spontan, ohne Konzept heute, weil einfach der Tag echt chaotisch war. Ich hatte super Struggle, super Stress die letzten Tage auch.
Und yes. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hinstellen soll. Das Talk soll ja nicht eifersüchtig werden. Es liegt da so ohne Vorderrad. Und jetzt mal gucken, dass die zwei keinen Streit kriegen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.